Eine futuristische Bildungsstadt mit einer Einwohnerzahl von 2,3 Millionen Menschen. Auch bekannt als Academy City. Ich, Toma Kamijo, habe in den Sommerferien eine weiß gekleidete Nonne namens Index auf meiner Veranda getroffen. Es stellt sich heraus, dass diese Nonne eine Magierin ist, die 103.000 verfluchte Bücher in ihrem Kopf hat. Ein Fluch, den sie seit langem tragen muss. Um sie davon zu befreien, habe ich einen bestimmten Zauber mit meiner speziellen rechten Hand namens Imagine Breaker zerstört. Jedoch habe ich seit dem Vorfall meine Erinnerung verloren. Seit Index bei mir zu Hause wohnt, verschaffen sich immer mehr Magier Zutritt in unsere wissenschaftliche Stadt. Am 20. August traf ich auf die Mittelschülerin Schockerin, alias Mikoto Misaka und ihrer Schwester. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Schwester nur ein Klon für ein krankes Experiment ist. Um dieses Level 6 Schiff-Projekt zu beenden, plant Misaka sich zu opfern. Aber ich habe eine bessere Idee. Wenn ich den stärksten Esper Accelerator besiegen könnte, dann würden die Experimente aufhören. Meine schwächste Attacke wird dich hier und jetzt besiegen! Selbst an meinem Strandurlaub werde ich von Magiern belästigt. Was für anstrengende Sommerferien! Mein zweites Semester beginnt und wir lernen die Austauschschülerin Kasakiri kennen. Kasakiri ist kein normaler Esper, sondern hat noch eine versteckte Kraft. Als sie das herausgefunden hat, hielt sie sich für ein schreckliches Monster. Es macht mir nichts aus, was du bist. Um einer Freundin zu helfen, brauche ich keine Gründe. Am 8. September verirrt sich eine weitere Nonne nach Academy City. Ihr Name ist Ursula und sie gehört zur römisch-katholischen Kirche. Zusätzlich wurde Index entführt und zusammen müssen wir die wahren Absichten der zunächst freundlichen Kirche herausfinden. Das größte Sportevent in Academy City, Daiha Seisai. Ein Event, das die Magierin Oriana ausnutzt, um sich Zutritt in die Stadt zu verschaffen. Ein heftiger Kampfvektor, der die Zukunft dieser Stadt entscheiden könnte. Ich schwöre dir, dafür wirst du bezahlen! Denn ich werde deine kranke Illusion mit meiner Faust zerschmettern! Daiha Seisai ist zu Ende und ich habe eine Reise nach Italien gewonnen. Aber wie ihr mein Pech bereits kennt, wurde ich natürlich auch dort von nervigen Magiern begrüßt. Und am 30. September greift Vento von der Front an. Währenddessen versucht Academy City mit Hilfe von Last Order einen künstlichen Engel zu erschaffen. Diesmal treffen Wissenschaft und Magie gleichzeitig aufeinander. Ich werde dir ein wenig helfen. Fang dein Leben noch mal von vorne an! Die Welt steht in Flammen und das magische Item C-Dokument sorgt für Chaos in Frankreich. Dort treffen wir auf Terra von der Linken, auf dem rechten Sitz Gottes. Und als wir wieder in Japan waren, zeigte sich Aqua von der Nachhut. Aber mit der Hilfe der Amakusa haben wir es irgendwie geschafft, ihn zu vertreiben. Am 12. Oktober gab es im Eurotunnel eine riesige Explosion, weswegen Index und ich nach England beordert wurden. Dort treffen wir auf die zweite Prinzessin, Carissa, die einen Staatsstreich plant. Ein Gefecht tobt, der die Zukunft Großbritanniens entscheidet. Die Lage zwischen Russland und Academy City spitzt sich zu. Und der dritte Weltkrieg beginnt. Ich werde Index um jeden Preis zurückholen und den Bastard Fiamma von der Rechten auf die Fresse schlagen. Jeder hat sein eigenes Ziel und jeder kämpft für seine eigenen Ideale.